So, wir spielen jetzt. Es ist nämlich wieder Zeit für Diablo 4 und ich habe Bock, ich habe richtig Bock tatsächlich, meinen Charakter weiter hoch zu leveln, Messer leveln, oh, da steckt ein Format. Messer leveln, Messergäbel leveln. Naja, wie auch immer, wir spielen Vessel of the Hatred, den DLC für Diablo 4. Und ich mache meinen Charakter weiter. Was ist das? Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Auch Kartentricks. Hä? Ich kann auch Kartentricks, ja. Was ist das? Für dich empfohlen? Was ist das? Wo bin ich hier gelandet? Was ist das? Ach, das ist der Shop. Seid ihr doof? Nein. So, wo ist er denn? Da, Matt Quarko, Level 21. Saisonaler Charakter. Erstmal wieder reinkommen, schon wieder eine Woche her jetzt. Es ist ein bisschen laut auf meinen Ohren irgendwie. Jetzt ist ein bisschen leise. Wie machst du das? Da ist ein Regler da, heißt Kopfhörer. Wo? Ja, ganz oben, der erste Alltag. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, was wir hier an Quests haben. Ich muss ja erstmal diese Standard-Quests alles noch machen, bevor wir hier überhaupt ins Endgame kommen. Nämlich hier die Vergeltung, die Söldner müssen wir erstmal frei machen. So. Variana war, glaube ich, die letzte, um die wir uns gekümmert haben. Schaltet frei, findet ein Boot, um euch nach Gulran zu schmuggeln. Genau, das, da waren wir stehen geblieben. Und das Boot ist... Findet da unten? Hä? Wieso sollte da... Da ist doch Land. Wieso sollte denn hier in der Wüste ein Boot sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ravischnet. Aber... Warte mal, komme ich von da? Da. Das ist der schnellste Weg, ne? Hier eigentlich für Items? Wieso laufe ich mit denen rum? Oh, was ist denn das? Alle 5 Sekunden plus 4 Leben. Nimmt mir aber die kritische Trefferchance, die ich so mag. Das ist halt immer das Problem, wenn man einen Legendary hat. Aber leider, es nur in Stufe 12 ist. Aber das müssen wir auf jeden Fall reingeben hier. Wo habe ich denn... Wie war das jetzt? Ach, das ist einfach nur eine Truhe. Wo kriege ich denn jetzt meine... Ich muss... Wie kriege ich meine Gems? Ich muss da irgendwie meine Edelsteine in die Rüstung machen. Was sagst du zu Throne and Liberty? Was ist denn Throne and Liberty? Gar nichts. Sorry. Das MMO von Amazon, glaube ich. Schon wieder eins? Ja. Ja, MMO, weiß ich nicht. Bin ich immer skeptisch. Nicht, weil die scheiße sind oder so, aber
Ich komme ja so kaum zum Zocken, wenn ich jetzt noch ein MMO spielen würde. Okay, ich spiele gerade Diablo, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. So. Entweder du spielst MMOs oder du spielst alles andere irgendwie. So sehe ich das. Okkultist war es, ne? Nee. Denn die Diamant-Tante. Da ist es Alchemist. Mir fehlen Materialien. Edelsteinfragmente. Ja. So, also. Ne, Moment. Hä? Doch. Nee. Das ist nicht das, was ich suche. Da. Tungal. Oh, sorry, Leute. Gesundheit. Thanks. Da musst du jetzt hier sein. Wollt ihr kaufen oder verkaufen? Was macht man nochmal in den Helm rein? Barriereerzeugung? Nein. Alle Werte, Stärke nein, Willenskraft nein. Erhaltene Heilung nein. Geschicklichkeit ist es, ne, für mich. Stärker jetzt mein Charakter als vorher. So, dann gehen wir noch kurz zum Schmied. Waffen? Nein. Da. Oh, tschüss. Weg mit dem Scheiß. So, jetzt können wir los. Wo war's? Also vielleicht sollte ich mir mal eine Route einzeichnen. So, kommt zum Üben. Erstmal wieder reinzukommen. Ich habe nicht genug Leben, ich brauche mehr Zeit. Ich habe nicht genug Leben, ich brauche mehr Zeit. Was haben wir denn hier eigentlich alles? So, das ist. Die Vortex, genau. Also, die habe ich auch noch. Ich habe kaum noch Lebenskraft. Ich habe den Spielstil noch nicht so ganz raus mit dem Schattenläufer. Ich muss das alles noch ein bisschen üben. Hm? Ich habe nicht genug Lebenskraft.
Ja, ich kann die Getränke noch nicht aufwerten. Mir fehlt da noch hier Zeug. Ne, wir müssen weiter hoch. Pfad der verirrten Seelen. So könnte ich unseren. So könnte ich meinen Chat nennen. Versteht ihr? Alter, was geht hier ab? Ist noch nicht so weit. Alter, wo bin ich hier gelandet? Was ist das? Wir brauchen mehr Zeit. Ich habe keine Lebenskraft mehr. Wo bin ich hier gelandet? Ich habe nicht genug Lebenskraft. Herumtreiberhose. Was ist das? Ich bin hier in irgendeinem DLC-Sonderevent, glaube ich, gelandet. Diese anomale... 175 soll man davon sammeln? Seid ihr völlig irre? Why not? Komm, wir triggern einfach mal alles, was hier so rumläuft. Ich sehe manchmal meinen Mauszeiger überhaupt nicht. Kann man hier pausieren? Voll reingelaufen, super. Chat sagt, du kannst den Mauszeiger größer machen. Ja, wollte ich gerade. Aber es ist hier gerade zu viel Action. So. Wahrscheinlich Gameplay oder was? Mauszeiger beschränkt den Mai. Grafik schreibt Dralkan. Schrift Zeigergröße. So. Und Schriftgröße auch. Wir sind jetzt schließlich auch nicht mehr die Jüngsten. Ja, das ist so ein Mauszeiger, Leute. Beste Upgrade, was ich bislang gefunden habe in dem Spiel. Außerdem haben wir hier neue Stiefel. Sammle Glut. Ich habe keine Lebenskraft mehr.
Ich habe immer zu wenig Lebenskraft mit dem Dude. By the way. Der Standardangriff macht irgendwie zu wenig. Geil daneben gesprungen von mir. Stark. Sammelt mein Tiger die alleine auf? Weiß man nicht. Dafür bin ich zu arm. Penny für den Spruch. Es ist getan. Ich habe kaum noch Lebenskraft. Was ist er denn jetzt hier? Was? Wieso denn das? Und ich spawn direkt wieder hier? Wieso bin ich denn gestorben? Das habt ihr doch nicht verstanden. Ich habe kaum noch Lebenskraft. Ich brauche mehr Zeit. Ich glaube, ich sollte mir mal durchlesen, was meine Skills machen. Momentan drücke ich einfach wahllos irgendwelche Tasten. Segeln. Schwingt euch in die Lüfte und erschafft eine Wolke, die eure Gegner am Ziel und 5 Sekunden lang verwundbar macht. Bevor ihr euch auf sie herabstürzt. Ah. Wieso habe ich erst 41 von der Glut? Hatte ich nicht schon über 50? The fuck? Schmelztiegel aus... Alter, ich vergessen. Das ist schnell. Auslese des Höllenfutters oder irgendwas. Wer ist er denn jetzt? Ich mach doch hier gerade... Oh, da ist ein Totenkopf. Ja, den holen wir uns. Yes! Die geschärfte Glewe. Etappe 1, Ziel abgeschlossen, Ärger in der Wildnis. Saisonreise anzeigen. Was ist das für ein Scheiß? Oh, ich weiß nicht. Okay. Was ist das? Battle Pass, Seasonal, ich raff gar nichts. Lass mich in Ruhe.
Und das zeigt mir die neue Glewe. 242 plus 2. 31 Geschicklichkeit ist weniger. Plus 46% Überwältungsschaden. Was ist nochmal Überwältungsschaden? Und er war so. Macht schon Sinn. Dann haben wir hier den Waffenrock, seltener Beinschutz. Kann man jetzt nur noch... Kann man nur noch Diamanten reinmachen in der Stadt und nicht mehr on the fly? Ja, man kann die gar nicht mehr irgendwo... Man hat die nirgendwo mehr, ne? Standhalten. Was? Pass auf! Halten Sie auf! Jetzt habe ich schon wieder irgendwas getriggert. Aber das gab ganz gut Glut. Nee, doch nicht. 54. Nicht in die Giftpfütze rein. Der ist ja gut. Ich brauche mehr Zeit. Jetzt geht's ja aber ab. Ich bin so gut in diesem Spiel. Dafür brauche ich Zeit. Dafür brauche ich Zeit. Eieiei. Ich habe nicht genug Lebenskraft. Dafür brauche ich Zeit. Ja, kein Problem. Gib den geilen Scheiß. Irgendein Pulver habe ich gekriegt. So. Aber hier ist überhaupt nichts, wo... Aber was machen wir mit dieser Glut? Tötet Herolde. Hier ist Action.
So. Oh, ich habe ein Level. Wir können den Vortex weiter ausbauen. Wir können Segeln weiter ausbauen. Oder? Was ist denn hier eigentlich? Ultimative Fähigkeit der Suche. Solange der Sucher aktiv ist, werden alle Gegner in der Nähe konstant verwundbar. Das war die Wahl der Qual. Die Qual der Wahl. Schneidenschwingen, die finde ich ja sehr geil. Ich gehe darauf. Ich habe keine Leben mehr. Gleich haben wir es, Leute. Yes. Dafür brauche ich Zeit. Schnetzel, Schnetzel. Dafür brauche ich Zeit. Mann, wie deiner Zeit. Kann es sein, dass mein rechter Maus-Button-Skill zu viel... Der braucht zu viel... zu viel Lebenskraft. Ich dachte eigentlich, man kann sich verwandeln als Schattenläufer, aber irgendwie... habe ich mich noch nicht verwandelt. Was ist das? Oh, was ist das hier? Ich habe keine Lebenskraft mehr. So, 142 von 175. Wie viel verbraucht dieser Skill? Lebenskraft kosten 34. Deshalb habe ich dauernd keine Lebenskraft mehr. Wieso ist denn das so teuer? Der schießt ja einmal mit diesem Ding und dann kostet das so viel? Wer ist er denn? Dafür brauche ich Zeit. Moment, wenn ich jetzt hier das kaufe, ist die Glut dann weg? Ja, tatsächlich, ich kotze. Jetzt ist die Glut wieder weg. Jetzt habe ich 75 Glut wieder verloren. Das ist ja so dumm. Was habe ich überhaupt? Ich habe nichts Geiles dafür. Oh, ich habe ein Pferd gekriegt. Ja, nice. Nix. Einfach verschenkt.
Ach, dafür ist die Glut da, für die Truhen. Ich dachte, aber es passiert doch irgendwas, wenn man 175 hat oder nicht. Also die Glut ist eigentlich nur dafür da, diese Chests zu öffnen. Aber warum droppen die Chests so nichts Geiles? Ich brauche mehr Zeit. Was ist das? Stille Truhe. Versperrt. Wird ein flüsternder Schlüssel benötigt. Level up. Wir machen die Schneidschwingen. Momentan meine stärkste Waffe. Oh, was ist denn? Ist noch nicht so weit. Alter. Hält der bitte aus, der Boy? Dode. Stark von mir. Ist noch nicht so weit. So, hier ist doch was auf der Map. Nach oben. So, wo ist denn das jetzt hier? Hier? Hey, jetzt bin ich ja schon wieder hier unten. Die trollen mich doch.
Monster? Nee. Was ist denn das hier? Tötet. Achso, das ist einfach nur tötet die Anzahl. Okay. Ja, wenn wir mal draufklicken sollen. Deshalb. Ja, komm mal. Sandgeschliffene Schuhe, die sind bestimmt gut. Kathedrale. Ich habe richtig viele gelbe Items, ich muss gleich mal gucken. Was haben wir hier? Urahnschutz. Okay, das ist richtig Dreck. Plus 18, alle 5 Sekunden plus 1 Leben. Fällt mir auch nicht. Bissiges Siegel. Ja, Schaden gegen Blitz. 5 maximal. 20% Schaden bei Zeit. Ja, Leute, keine Ahnung. Da sind wir wieder beim typischen Diablo-Problem. Was weiß ich, was ich hier anziehen soll? Ich brauche mehr Zeit. Aber wo sind sie denn? Da oben. Gesperrt. Nicht da hoch. Ja. Sind wir gar nicht da oben? Hier sind sie. Alter, irgendwas haut hier richtig ein. Der da, ne? Der Schamane. So. 62? Hä? Okay, das hat gar nicht da reingezählt. Das müssen ganz bestimmte offensichtlich sein, die man hier fraggen muss. Sagt man das noch? Fraggen? Doch nicht mehr, ne? Das ist offensichtlich keiner davon. Kultisten. Töte die Kultisten. Ich weiß nicht, wer hier die Kultisten sind. Da wollen wir nicht rein. Ey, jetzt kommen die 12, 13 Kultisten noch. Horrorbogenschützen.
Oh, jetzt habe ich nicht auf die Energie geachtet. Fehler passieren, den besten. Ey, der Vogel, er landet aber auch nie da, wo man will, dass er landet. Uiuiui, jetzt geht's. Warum ist das jetzt so schnell? Und er landet echt immer ein bisschen abseits. Ich brauche mehr Zeit. So, hier unten ist irgendwas, Leute. Da leuchtet's. Hier ist irgendwie Action, glaube ich. Wir triggern hier mal alles dran. Da ist ein Boss. Nee, jetzt erst. Oh oh. Manchmal nicht so leicht Übersicht zu behalten, muss ich sagen. Gerade wenn noch mehrere menschliche Spieler mitspielen. Wo ist denn der Boss? Da oben. Wie so ein Rucksack. Ist noch nicht so weit. The fuck? Alter, wieso sterbe ich denn so schnell? Was ist das denn? Ah, ich wurde wie überlebt. Alter! Irgendwas one-shottet mich hier auf übelste Art und Weise und ich weiß nicht was, weil hier 80 Milliarden Sachen durch die Gegend fliegen. Alter, schon wieder. Ich weiß nicht, was es ist. Ich sehe nichts.
Ich sehe nicht, was es ist, was mich da so derbe wegbumst. Explodierenden Böden? Das gibt's doch einfach nicht! Welche fucking Scheiße ist das? Plötzlich ist man tot, man weiß überhaupt nicht warum. Die ganzen Dinger wieder verloren, oder was? Jedes Mal, wenn man stirbt, verliert man die anomale... Das ist ganze Arbeit umsonst quasi gewesen. Geistergeborene Entschlossenheit, magische Härtungsanleitung. Koboldischer Preis. Das ist ganz gut. Ja, Leute. Sechsmal Leben. Sechs langsames Leben. Das ist 3,5% Angriffsgeschwindigkeit. Wie kriege ich jetzt die... Muss ich auch wieder beim Diamantenhändler machen, ne? Ja, ich weiß, ich sollte die Story... machen. Ich habe mich ja hier nur so ein bisschen ablenken lassen. Von diesen Helltides. Dafür bin ich zu arm. Okay. Ich dachte, vielleicht kann man hier schnell auf die Schnelle noch ein bisschen geilen Loot abgreifen, aber dem ist nicht so. Auf der anderen Seite, jetzt haben wir natürlich von diesen Typen auch schon so viele gekillt. Dass wir das jetzt natürlich einmal eigentlich. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ich finde diesen Dreifachstoß Stachelsalve mit 35 Mana-Kosten viel zu teuer. Viel zu teuer. Es steht um gar kein Verhältnis. Ich dachte, den kann man spammen, aber den kannst du eigentlich überhaupt nicht benutzen. Ich brauche mehr Zeit. Der viel zu teuer ist. Siehst du?
Eddie hat viel zu wenig Dragon's Dogma 2 gespielt. Du bist aber auch der Einzige, der das so sieht, Mikro. Es kamen jetzt nicht allzu viele Beschwerden deswegen. Aber mir hat es ja auch Spaß gemacht, aber... Das ist nicht schlecht. 10% schnellere Bewegungsgeschwindigkeit finde ich ganz geil eigentlich. So, jetzt sind wir eh schon quasi. Kehrt zum flüsternden Baum zurück, um eure Belohnung zu erhalten. Wo ist der flüsternde Baum nochmal? Gibt es mehrere flüsternde Bäume? Wo war nochmal der flüsternde Baum? Das ist es. Oh, flüsternder Baum. Es ist getan. Wählt eure Belohnung. Amulettsammlung, Zweihandwaffensammlung. Sie holen sich immer noch mehr. Alter. Yeah, Baby. Das gibt ja mal richtig derbe Belohnung. Vergoldete Stangenwaffe der kombinierten Schläge. ...38% kritischer Trefferschaden. Jede unterschiedliche Basisfertigkeit, die ihr wirkt, erhöht all euren Schaden 10 Sekunden lang. Das habe ich doch schon, das habe ich hier doch auch drin. Das ist tatsächlich... Ah, es stackt nicht, weil das das Schlechtere ist. Ist natürlich ein bisschen Pech, dass ich ausgerechnet die gleichen Affixe kriege. Dadurch ist im Prinzip, sind diese Handschuhe obsolet geworden. Was insofern nicht schlimm ist, als dass die eh schon ein bisschen oll waren. Madux wacht Albtraumsiegel. Diesen Dungeon in einen Albtraum-Dungeon verwandeln. Okay, das war ganz geil mit dem Baum. Jetzt haben wir trotzdem das Problem, dass wir wieder zurückreiten müssen. Das ist kein Problem.
So, wir können nochmal hier die Pünktchen vergeben. Wie gesagt, ich bin ja hier von dem echt ein bisschen die Stachelsalbe. Lebenskosten 35. Aber die sind alle so teuer. Tatsächlich. Basisfertigkeit, ne? Für unseren 2% erhöhten Schaden. Lasst mich durch. So. So, hier sollen wir jetzt ein Boot kriegen? Das macht nicht wirklich Sinn. Hier ist tatsächlich ein Boot. Das Ruderboot reicht aus. Die Überraschung wird unsere Verbündete sein. Bereitet euch auf den Kampf vor. Straßen des Gemetzels. Okay, wir sind in einem Dungeon. Das Boot führt zu einem Dungeon. So, wo geht's lang? Da. Ich mache das immer gerne. Das macht wahrscheinlich jeder gerne, aber ich sammle immer erstmal ganz viele Gegner. Ich laufe an ganz vielen Gegnern vorbei, um dann schön reinzuspratzen. Die Reihenfolge ist 1, 2, 3, zack, zack, zack.
Dafür brauche ich Zeit. Findet Solmok. Findet Solmok. Halt. Oh nein, es ist eine Falle. Hört ihr sie? Hört ihr, wie sie feiern? Dieser schmutzige Wicht gibt bereits mit seiner Macht an. Aber ein Fest ist für uns von Vorteil. Wir können uns unter die Leute mischen und uns Solmok nähern. Dem Bastard schlitzen wir die Kehle auf, bevor er überhaupt weiß, dass wir da sind. Okay. Hitspawn, danke für deinen Sub, mein Lieber. Das ist sehr nett. Dankeschön. Was ist denn hier eigentlich drin? Nix. Schmied. Weg mit dem Scheiß. Dann machen wir reparieren. Und was wollte ich noch? Ach ja, zum Diamond Guy. Achso, vielleicht können wir jetzt unseren Trank upgraden. Das wäre doch nice. Oder da. Nutzt den Tiegel, Kessel oder was ihr sonst macht. Stark. Trank upgegradet. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Diamonds. Was passiert denn, wenn man... Das ist nicht wiederverwertbar. Okay. Ach, jetzt hab ich ja. Hä? Da. Okay. Irgendwie macht das nur ganz geringen Unterschied auf die Angriffsstärke, wenn man die... Diamanten da reinmacht. Ich meine, das war bei Diablo 3 irgendwie krasser, oder? Auf der anderen Seite ist die Zahl natürlich auch recht niedrig. Aber wenn man jetzt mal sagt... herstellen... Wieso kann man keine größeren Diamanten machen? Wie muss man das denn? Wie funktioniert das hier? Jetzt habe ich drei. Lediert. Jetzt habe ich 30 Smaragdfragmente. Smaragdschirm, die von mir zu herrschen. Werden zudem beim erwachten Glyphenstein in der Grube des Werkmeisters genutzt, um seltene Paragon-Glyphen auf legendäre aufzuwerten. Jesus Christ. Erhalten aus Thronenblumen für Star Wars in der Erzader.
So, und gab's nicht auch noch so ein... Kuriositätenhändler, genau. Wo ist er denn da? Dafür braucht man diese Währung, von der habe ich 53. Klauenquäler. Hin. Der allergrößte Die kannibalen Angriffe verängstigen die Leute. Und Angst ist gut. Meine Augen sehen auch nicht alles. Die große Axt des Ochsenstammes ist aus der Schmiede verschwunden. Sie. Ach, die ist nur Questgeberin. Nee. Alter, was kosten die Waffen? Sind die dumm? Inflation ist ja schön und gut, aber irgendwo... Nee, das geht nicht. So, jetzt müssen wir wieder durch unser Portal zurück. Zurückzukehren, das ihr verraten wolltet. Ich habe euch am Leben gelassen, das ist Solmok. Weil ihr keine Rolle spieltet. Das tut ihr noch immer nicht. Aber ich bin jetzt nicht mehr so gnädig. Ich bin zurückgekommen, um mir euren Kopf zu holen, Solmok. Das hätte ich vor Jahren schon tun sollen. Ohne ihn gehe ich nicht. Zollt eurem Tyrannenkönig angemessenen Respekt, liebe Varianer. Vielleicht lasse ich euch am Leben. Ihr seid nicht mein König, Solmok. Das wart ihr nie. Und ich werde nie wieder zu euch gehören. Oh, ihr verliert nie die Geschmack. Ich nehme an, das wisst ihr nur allzu gut. Ebenso gut wie das Gesetz unseres Volkes. Essen oder gegessen werden. Ich brauche mehr Zeit. So viel dazu. Ah, der kommt bestimmt noch selber vom Thron, der Boy. Da ist er. Guck. Und der haut nicht schlecht rein. Ist noch nicht so weit. Dafür brauche ich Zeit. Stirb. Es ist getan. Mein Wort gilt. Setzt meinem Leben ein Ende, wie wir es mit Solmox getan haben. Ich sagte euch doch, dass mein Leben euch gehört. Wie ihr wünscht. Das Angebot steht. Mich würde ohnehin niemand vermissen. Nun, Raher vielleicht. Kein Grund zu zögern. Ich gehe nach Süden,
zu einem Ort, an dem sich Söldner in Nahantu versammeln. Wenn ihr eine Metzgerin oder eine Klinge braucht, findet ihr mich dort. Oder wenn ihr eure Meinung darüber ändert, mich zu verspeisen. Was ist mit ihr? Oh, wir haben Stuff gekriegt. Sobald ein Gegner um mindestens 80% verlangsamt wurde, wird er zudem 3 Sekunden lang von Furcht ergriffen. Ihr verursacht 50% mehr Schaden gegen den Gegner, die euch ergriffen sind. Ja, wie soll ich den denn 80% verlangsamen? Das ist ja das Problem. Verlangsambild. 320. Da sind sie, die Handschuhe, die ich eben gerade gekauft habe. Ist geil, die sind geil. Angriffsgeschwindigkeit und kritische Trefferchance, das ist richtig nice. Okay. Und wir haben einen neuen Skill. Die Vortex voll. So, jetzt können wir... Was können wir? Ne, nicht saisonal. Was ist hier? Da. Die anderen Söldner. Altkin. Oder sollen wir erst die heilige Jagd machen? Machen wir erstmal das. Kriege ich hier irgendwas? Nee. Das kommt automatisch, ne? Quests wird zur Funktionsfreischaltung. Okay. Chat, seid ihr noch da? Fünfmal. Immer die Quests annehmen. Ist ein bisschen langweilig, Diablo 4, ne? Aber mir macht's Spaß. Wann können wir nach Hause? Cat Badu, riech nach Rauch. Das Essen ist zu salzig. Und das Jagd... Ziemlich neugierig, was? Ich reise für eine Ausbildung zum Steinmetz nach Süden. Mein Mentor sagt, dass wir den Menschen dort... Husun heißt er. Ein Schelm. So, wir machen die nächste Söldner-Quest. Die ist... Eieiei, wo ist die denn? Da unten. Der Geistgeborenen haben mich als Gesandten auserwählt. Das freut mich für dich. Das freut mich wirklich für ihn.
Das ist ein guter. Hier drüben, Geistgeborener. Seht euch das an. Was denn? In der Tat, etwas ist in diese Welt gekommen und hat diese Leute zerrissen. Seht ihr die Brandspuren von einem Portal dort drüben? Die Leichen weisen Biss- und Kratzspuren auf. Dies ist das Werk einer Bestie, die zwischen den Reichen wandelt. Zwischen den Welten. Einer Bestie, die ihr jagen und zerstören müsst. Doch zuerst müssen wir einen Weg in diese Welt finden. Versperrt. Nach Süden. Fuß, oh, da. Okay, das geht hier ab. Wenig Schaden, habe ich das Gefühl, obwohl ich eine Legendary Waffe habe und alles, aber irgendwie ist das, der Build ist noch nicht so richtig. Ne, irgendwie kann man nicht weiter rauszoomen als das. Das ist schon, glaube ich, die verbesserte Zoom-Stufe. Eigentlich sollte mit dem DLC man weiter rauszoomen können, aber irgendwie auch nicht. Wollen wir da rein? Boah, das geht ja. Normal statt schwer spielen? Nee, dann hast du ja gar keine Drops und keine Herausforderungen. Man will ja eigentlich bei Diablo so schnell wie hoch, so schnell wie möglich in die höheren Schwierigkeitsgrade. Jünger der Mutter. Herumtreiberstiefel. Die Namen sind ja manchmal wirklich schon sehr lustig. Ich werde nicht fallen.
ist noch nicht so weit. Dafür brauche ich Zeit. Ja. Boah, wie lange ich hier brauche. Unglaublich. Was war jetzt die geile Belohnung? Nix. Die Herumschreiberstiefel. Das war doch richtig lame gerade. Es hat einfach nur lang gedauert. Und gar nichts. Ah, hier habe ich jetzt ein bisschen was gekriegt. Okay, aber es war auch nicht meine Main-Mission. Man darf sich nicht ablenken lassen. Man darf sich nicht ablenken lassen. Eddie, bau um. Was meinst du? I don't understand. Er sagte, ihr würdet... Ich habe ihm gesagt, wo wir angegriffen wurden. Der alte Mann ist hinterhergerannt. Diese Oase ist so schön. Sie soll... Ich brauche mehr Zeit. Was ist das? Ja, was bist du für ein ekliges Elite-Ding? Wo ist denn jetzt hier dieses... Ach, das habe ich schon. Alles auf Blitz ist nicht gut. Mach Gorilla mit rein, dann hast du mehr... Hältst du mehr aus und hast mehr Schaden? Hä? Ich dachte, man soll alles auf 1 skillen, war doch die Ansage. Was heißt denn überhaupt Gorilla? Hier habe ich auch gar nichts von, ne? Von den passiven quasi. Defensive Fertigkeiten. Thank you.
Okay, wir reiten mal zum Ziel. Ne, ich bin doch schon vorbei. Ich laufe einfach dem anderen Typen blind hinterher. Dumm. Immer noch. Stimmt die Richtung. Müssen wir da runter? Ich brauche mehr Zeit. Da. Geistgeborener, hier drüben. Sie wurden zerfleischt. Sie hatten keine Chance. Hier enden die Spuren plötzlich. Es wäre die Kreatur, die sie hinterlassen haben, auf einmal verschwunden. Seht! Gemetzel wurde von der Kreatur verursacht, die ihr jagen soll. Daran besteht kein Zweifel mehr. Wir müssen sie verfolgen. Ich spüre ein Portal, aber es schwindet. Diese Leichen sind frisch. Ihre Geister verweilen noch. Ja, ist ja gut jetzt. So, ins Portal rein. Die Orientierungslosigkeit lässt bald nach. Zumindest ist mir dieser Ort vertrauter als der letzte. Kommt mit mir. Dies ist euer Pfad zu den Geistgeborenen. Dies sind die heiligen Jagdgründe. Ein Hauch der Geisterwelt. Eine Art Schwebe zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Für Uneingeweihte ist es nicht leicht, hierher zu kommen. Es gibt schreckliche Dinge an diesem Ort. Der Zorn der Natur nähert sich von den bösen Aspekten der lebenden Welt. Aber in der Regel... Ja, ja. Man, dieses bedeutungsschwangere Gelaber. Wir haben noch keine Zeit, wir sind Diablo-Spieler. Ihr seid bereit? Gut. Ich nähere mich der Feuerschale, beginne mit der Anrufung, das heilige Feuer zu beschwören. Ja, mach doch. Auf mein Signal ruft ihr nach Hilfe und hofft, dass die Geister großzügig genug sind, den Weg frei zu machen. Ruft die Geister an. Bittet sie um Hilfe.
Ist gar nicht so schlecht hier, der Gegenstand. Ich weiß nicht, ob dieser Aspekt wirklich so gut ist. Zwei leere Sockel. Plus 41 Geschicklichkeit. Stellt euch neben die Feuerschale und ruft nach Hilfe. Wie ruft man nach Hilfe? Mit den Emotes. Ich habe nie ein Emote benutzt. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Wo ist das Emote-Rad? Ah. Danke, Chat. Hilfe wäre jetzt willkommen. Hier seid ihr an der Reihe. In meiner physischen Form komme ich nicht weiter als hier. Aber ich lasse euch nicht vollkommen alleine. Nun geht. Jagd. Jagd. Oh, wann bin ich nur so alt geworden? Wieder raus hier, oder? Doch nicht. Hä? Schließt die heilige Jagd an. Jetzt geht's hier weiter. Duh. Eure Beute war hier. Die Beweise sind überall verstreut. Oh nein, ist das der Böse? Da hat er mich schön reingelegt. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Was geht? Das könnte schwer werden. Ich bin nicht gut. Mein Charakter ist nicht gut. Es ist zu schwer. Wenn es zu schwer ist, ist der Char nicht gut. Sonst bin ich nicht gut. Oder die Ausrüstung. Das meint ihr mit Gorilla. Abklingzeit 45 Sekunden. Der Gorilla beschützt 6 Sekunden lang ein Gebiet, in dem er Gegner in der Nähe dauerhaft zerschmettert. Dabei fügt er ihnen 68 Schaden zu und gewährt euch
alle 1,5 Sekunden eine Barriere. Ist das vielleicht der Way to go? Wir gucken mal. Der Gorilla. Ich brauche mehr Zeit. Panzerhaut wird hier gesagt. Panzerhaut. 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 Ja, müssen wir beim nächsten Level abbauen. Alex, hier der Zerstörung nehmen wir mit. Panzerhaut. Nein, ich wollte noch nicht in die Arena. Junge! Oh, Jesus Christ, ist das hart. Ich mach doch viel zu wenig Schaden. Alles ist scheiße, Mann. Ich brauche mehr Zeit. Eure erste wahre Prüfung mit der Bestie. Sie kennt euch jetzt. Der Pfad ist erneut blockiert. Ich bringe euch das heilige Feuer, damit ihr die Geister erneut um Hilfe bitten könnt. Dieser Feuerschal dankt diesmal den Geistern und hofft, dass sie noch immer zuhören. Das weiß ich zu schätzen. Wie er mit den Geistern redet. Cool. Das weiß ich zu schätzen. Geht.
Stellt euch der Bestie. Bleibt wachsam. Sie ist auf der Jagd. Das weiß ich zu schätzen, ihr lieben Geister. Ich bin ziemlich cool. Schon ganz geil, der Gorilla, ey. Voller Energie oder was? Ich brauche mehr Zeit. Jetzt haut er wieder ab. Oh, nee, da ist er ja noch. Das hier so Damage auszuteilen. Diese Elektro-Ding. Oh! Diese Elektro. Ich weiß nicht, wie man diese Dinger hier nennen soll. Die fand ich, die sahen in Diablo 3 viel geiler aus mit diesem lila Strahl. Das ist eine Verschlechterung meiner Meinung nach hier. Komm halt her. Und auch ein bisschen schade, dass man die gar nicht mehr enthüllen muss, die Legendaries, sondern dass man sofort sieht, was mit denen ist. Fand ich immer so einen kleinen Rubbellos-Moment. Nur 17%. Die nehmen wir raus. Himmelgeist,
ist befürwortet worden, heißt geboren. Okay. Alter, was geht jetzt ab? Oh, ich glaube, da habe ich gerade was ein bisschen verpeilt. Knapp, Leute. Aber recht kreativ für einen Diablo-Boss-Fight, muss ich sagen. Letzter Totem hier. Erdwächter. Was passiert jetzt? Wir haben ihn fast. Reichsgeborene. Der Bogengeist unterstützt man. So. Fertig! Da geht er down. Legendary Stiefel, stark von mir. Wieder mal. So, was haben wir hier? 314 und 205. Wenn ihr weniger als 50% Leben habt, friert entrinnen nahe Gegner ein. Was soll ich machen? Brillanzvoll? Was ist damit gemeint, Chat? Ich fühle die Geister. Ich spüre meine Ahnen. Bis ganz zurück zum Anfang. Ja. Die Geister akzeptieren euch als wahren Geistgeborenen. Ihr ehrt euren Zirkel, wie all jene vor euch. Das ist wunderschön. Das Gefühl, das ihr verspürt, ist... Oh, neue Waffe. 330, 67 Schaden.
Das ist schon wieder die gleiche nervige... Affix. So, wahrscheinlich trotzdem machen. Nein, nein, alles gut, Zack. Ich verstehe nur nicht immer, was du meinst mit deinen Vorschlägen. Ich kenne das Spiel noch nicht so gut. Also, wir haben ein Ding. Wir könnten jetzt diese Panzerhaut machen. Ah, was haben wir denn hier? Zentrale passive Fähigkeit. Stimmt, das habe ich ja auch noch. Schädliche Resonanz, Tempo des Wunderkinds, adaptive Haltung oder wichtige Treffer. Gift auf einem Gegner explodieren. Jeder dritte aufeinanderfolgende Einsatz derselben Basisfertigkeit erhöht alle erworbenen Fertigkeits... Leute, da muss man ja scheiß noch mal irgendwie Diablo studieren, um das zu raffen. Jeder dritte aufeinanderfolgende Einsatz derselben Basisfertigkeit erhöht alle erworbenen Fertigkeitsränge 5 Sekunden lang um 2. Jeder dritte aufeinanderfolgende Einsatz derselben Kern- oder Potenzfertigkeit verringert alle aktiven Abklingzeiten von ihren Fertigkeiten um 10% ihres Fertigkeitsrangs. Dieser Effekt wird für jeden Fertigkeitsrang um 2% erhöht. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Über dem Flügel, sagt er. Welcher Flügel? Verbesserte Panzerhaut. Bollwerk. Beschleunigung. Brillanz. Brillanz. Das war's, oder? Der Schaden eurer Adlerfertigkeiten ist um 3% eurer Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Der Schaden eurer Adlerfähigkeiten ist um 3% Ich habe doch gar keine Adlerfertigkeit oder Schneidschwert. Ach, okay, das sind auch Adlerfertigkeiten. Aber 3,4%, das ist doch nix. Erhaltet eine Aufladung von Entrinnen zusätzlich. Nach dem Entrinnen versucht eure nächste Adlerfertigkeit um 10% erhöhten Schaden. Ah, das stackt. Und dann wollt ihr die ganze Zeit, dass ich dashe? Das ist dieser Purzelbaum oder was? Okay. Dann muss ich hier rein und dann als nächstes da rein. Beziehungsweise wir könnten natürlich
irgendwo den Punkt rausnehmen. Das ist ganz geil mit dem Gorilla-Barriere-Dingens. Ich bin ja enttäuscht von der Attacke hier. Stachelsalve weiß ich immer noch nicht. Stachelsalbe kommt automatisch vom Dash? Nee. Guck mal hier, das ist mein Dash, ja? Das hier meint ihr mit Dash. Ist noch nicht so weit. Ich kann den Dash halt aber auch nur zweimal machen. Ist noch nicht so weit. Also es ist irgendwie, ich bin nicht sicher, ob das, was ihr schreibt, Sinn macht. Kann ich jetzt hier nicht reinbuttern. Noch nicht erlernt. Ich kann das nicht lernen. Wieso? Why? What's happening? Das habe ich gelernt. Hä? Verfügbare Punkte 1. Ich kann die nicht ausgeben. Was ist hier los? Warum? Achso, weil ich es schon hab. Nee. Ich kann es nicht auswählen. Das konnte ich. Das kann ich nicht. Das macht doch keinen Sinn, Leute. Okay, ich war im falschen Modus. Alles gut, alles gut. Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich war im falschen Modus. So, jetzt haben wir beschleunigen. Okay, das ist natürlich, muss man jetzt ein bisschen hochleveln. Nee, das bleibt doch auch da. Noch ein rein. Ich habe keine Punkte. Wir müssen erstmal leveln. Jetzt müssen wir erstmal kurz gucken hier. So, zwei Söldner haben wir. Gibt's nicht drei? Ne, vier sogar. Die muss ich noch machen. Ja, ich spiele normalerweise auch immer mit Build Guide. Aber eigentlich immer erst, wenn ich Max Level bin. Damit ich dann auch wirklich den Guide so spielen kann, wie er geplant ist. Wo müssen wir denn hin? Da.
Da müssen wir hin. Was ist der nächste Reisepunkt? Da. Oder? So, was haben wir hier? Unsere alte Waffe. Müsste eigentlich mehr auf Barriere gehen jetzt, ne? So. Aufs Pferdchen. Lass uns diesmal nicht ablenken. Oh, was ist das? Nein. Okay, warte. Das muss ich nochmal abchecken. Da ist einfach der ist hier so eine versteckte Bodenklappe? Was ist jetzt hier? Säubert den Keller. Ist noch nicht so weit. Eventuell muss ich mir den Dash auf eine andere Taste legen. Das ist gar nicht so einfach. Aber guck, wenn ich Dash mache, da kommt überhaupt kein irgendwas. Ist noch nicht so weit. So. Jetzt gehen wir hier auf Nummer 2. Stachelsalbe, ne. Segeln. Schneidschwingen.
Wenn ihr entrinnt, greift ihr dabei mit Donnerstachel an. Das ist der Clou. Jetzt macht der Bild einigermaßen Sinn, ne? Oh, falsch. Ich brauche mehr Zeit. Nein, lass schon. Ich habe ja auch gefragt. Ist schon okay. So ein paar Hilfen beim Bild zusammenbauen ist schon okay. Dafür brauche ich Zeit. Aber irgendwie schießt er immer noch keine Salven, oder? Dash? Macht der jetzt Schaden, der Dash? Ich glaube nicht. Spirit Hall ist deine Klassenspezialität. Inventar öffnen und eine zweite Tab. Eine Spirit Hall? Ach du Scheiße, was ist das denn? Ihr habt Zugang zu eurer primären Geisterhalle-Auswahl erhalten. Auf Stufe 30 könnt ihr eine sekundäre Auswahl freischalten. Wählt einen Geist als passive Fähigkeit aus. Ihr könnt diese Auswahl jederzeit ändern. Was ist denn das? Wählt einen Geist als passive und ihr könnt diese Jaguar. Jedes 15. Mal, wenn ihr einem Gegner mit einer Jaguar-Fertigkeit direkten Schaden zufügt, entfesselt ihr einen zusätzlichen Hieb. Der 15% des Schadens verursacht, den ihr... Wirkt ihr eine Adlerfertigkeit, erhaltet ihr 4 Sekunden des Bewegungs... Geschwindigkeitsbonus von Sturmfedern. Wenn ihr entrinnt, schleudert ihr bis zu 8 Sturmfedern. Ah! Jetzt macht es Sinn. Okay, das ist ja geil. Yo! Ah, ich bin noch gar nicht Level 30. Moment, das geht noch gar nicht, oder? Das geht erst in 2 Leveln. Sehe ich das richtig? Ach, 30 für zweite. Okay, ich hätte das schon längst machen können wahrscheinlich hier. Aber guck mal, er schießt immer noch nichts. Doch, jetzt. Da war's.
Da, oh, da ist es. Okay. Leute, jetzt check ich's. Oh, das macht Spaß. Und jetzt wollen wir natürlich ein Dash-Bild sozusagen. Jetzt wollen wir nur noch durchdashen. Ich verstehe. Aber wirken sich dann diese Sachen gar nicht auf die Dash-Dinger aus? Ich muss noch mal gucken, dann brauche ich ja wirklich vielleicht die Punkte, die ich hier reingesteckt habe. Boah, ich komme hier nicht zur Ruhe. Ist noch nicht so weit. Ey, das geht schon ganz gut ab, ey. So, jetzt müssen wir natürlich den Dash... gerade gucken. Nie hat man seine Ruhe. Ich brauche mehr Zeit. Okay, ich mach das gleich. Ich stehe hier mitten im Gebiet. Dafür brauche ich Zeit. Was suche ich denn hier eigentlich? Toll, jetzt habe ich keinen Skill. Kein einziger Gegner in der Nähe. Eben als ich umskillen wollte, dauernd Gegner. Jetzt habe ich den geilen Power-Skill. Kein einziger Gegner. Das gibt's doch gar nicht, Chip. Was sagt ihr dazu? Was ist das? Oh nein, ich war nicht drin. Ehrlich gesagt, muss ich hier rein? Ja, hier, paar gegen kämpfen. Ich brauche
Kriege ich hier keine Belohnung oder was? Ich habe doch mitgeholfen. Ihr Schweine. Nicht, wonach ich suche. Das sieht gut aus. Mein Zielvermögen ist deutlich besser, wenn ihr das mich nicht behindert. Hä? Wenn Raher nicht selbst gekommen ist, wird er einen Grund haben. Ihr habt den Helm. Das reicht mir. Ja, ich weiß, wer ihr seid. Und da dieser Bandit, der euch entwischt ist, bald mit seinen Freunden... So, Leute, jetzt habe ich mal Zeit. Jetzt können wir doch mal gucken. Also, was kann unseren Dash noch geiler machen? Wir haben jetzt quasi ein Dash-Bild. Gorilla-Fertigkeiten sind es wahrscheinlich nicht. Hier. Der Schaden eurer Adlerfähigkeit ist um 30. Erhalte zwei Aufladungen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Nein. Doch. Nein. Hier. Da gehen wir voll rein. Kompliziert, ey. Ist das kompliziert? Ah, Moment, gilt der Dash auch als Basisfertigkeit? Nee. Aber jedes Mal, wenn ich die Basisfertigkeit, jeder dritte aufeinanderfolgende Einsatz derselben Basisfähigkeit erhöht alle erworbenen Fertigkeitsränge um 2. Jeder dritte aufeinanderfolgende Einsatz derselben Kern- oder Potenzfähigkeit verringert alle aktiven Abklingzeiten. Okay, das beinhaltet auch den Dash. Oder? Um 10% ihres Fertigkeitsrangs. Ich mach das jetzt einfach mal, komm. Und dann mache ich das auch noch. Probieren wir mal das mit diesem Dashen.
Er hat Informationen, die wir brauchen. Okay. I like it. Ich kenne euch, Sumo. Mein Schicksal bleibt dasselbe, ob ich rede oder nicht. What the fuck? Ich weiß nicht, was sie danach mit ihnen machen. Das ist so fantastisch. Ey, dann kann man ja eigentlich... ...dass sie etwas am windgepeitschten Altar tun. Ich schwöre euch, ich weiß nicht, was es ist. Dann kann man ja eigentlich komplett auf den hier verzichten. Ich mochte den eh nicht. Und dann kann man überlegen, ob man hier eine andere Kernfertigkeit nimmt. Entfesselt einen Schlag mit vernichtender Gewalt. Hake. Aber es ist natürlich, es passt halt nicht zu den anderen Sachen, die wir im Bild haben. Wir haben fast nur Adler und als Ultimate haben wir den Gorilla. Das ist halt die Frage. Erhaltet beim Entrinnen eine 20% erhöhte Ausweichchance. Wenn ihr ausweicht, erhaltet ihr 3 Sekunden lang. Das ist nicht schlecht. Je nachdem, wie weit ihr euch mit ihnen bewegt, werden die Abklingzeit eurer Mobilität. Das ist, glaube ich. Jaguar ist besser. Er jagt mit dem Jaguargeist über das Schlachtfeld, verursacht bei der Landung 44 Schaden und schlitzt Gegner im Gebiet danach schnell. Fehlt mir hier ein Skill. Na, sieh an. Er war plötzlich doch ganz redselig. Hoffentlich bleibt uns noch Zeit. Lasst mich nicht warten. Da könnte man einen Passiven dann reinnehmen.
testen hier. Ich brauche mehr Zeit. Okay. Das war natürlich so nicht gewollt. Hau mal einen Trank rein für mehr XP. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas hab. Erhöht für die nächste, erhöht Überwältigungsschaden, Erfahrungsbeginn um 5%. Das ist ja nix. Das ist ja völlig insane, wie krass das jetzt ist. Wie man hier einfach durch die Gegner durch swooscht. Das ist ja nur geil. Da musst du auch erstmal drauf kommen, dass der Dash die geile Sache wird. Guckt euch das an, ey, das ist ja einfach nur krass. Geht hinein, erregt die Aufmerksamkeit des großen Kerls und sorgt für Ablenkung. Ihr werdet wissen, was zu tun ist, wenn es soweit ist. Der Aspekt, das ist kein Aspekt, das ist einfach hier ein Skill. Ihr müsst... Ihr nehmt auf jeden Fall Beschleunigung und Brillanz bei den Potenzfähigkeiten. Und ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht, ihr benutzt hier... Bei euren Basisfertigkeiten, hier bei Donnerstachel, das rechte Upgrade, beschleunigter Donnerstachel. Wenn ihr entrinnt, greift ihr damit mit Donnerstachel an. Das ist das Entscheidende, sonst passiert nichts, wenn ihr dasht. Und natürlich in der Geisterhalle müsst ihr den Adler nehmen. Und dann habt ihr schon einen ziemlich respektablen, funktionierenden Bild. Da sieht man auch mal wieder bei Diablo, das finde ich halt das Geile an Diablo, wie die Zahnrädchen dann ineinander greifen. Auf der anderen Seite natürlich doof, wenn du es nicht weißt oder nicht richtig skillst, dann denkst du dir, mein Gott, warum bin ich so schlecht? Aber wenn du die richtigen Stellschrauben aktivierst sozusagen... Dann macht es halt auch richtig Bock. Dann merkt man richtig, wie so ein Bild auch abgehen kann. Bis irgendwann ein Patch rauskommt und euren Bild nerft und alles über den Haufen wirft, was jemals funktioniert hat. Ist ja so geil, wie die jetzt umfallen, ey. Plus, ich muss nicht mehr diese dumme, nervige andere Fähigkeit benutzen, die ich eh scheiße fand, weil sie irgendwie viel zu teuer war. Das ist ja, das steht ja in keinem Verhältnis. Das kostet hier gar kein Mana
Und die andere hat irgendwie 30 Mana pro einmal angreifen. Ist ja sensationell, ey. Aber jetzt kann man endlich mal auch hier einigermaßen durch diese Dungeons kommen. Und ich habe sogar noch einen Slot frei. Theoretisch für Buffs. Geißel auf die rechte. Was ist nochmal Geißel? Geißel auf die rechte Maustaste? Was ist Geißel? Achso, den habe ich noch gar nicht. Geißel? Gegenangriff? Geißel. Ruft eine Welle von Insekten herbei, die Gegner beißen ihn 3 Sekunden lang Furcht einflößen und sie um 50% verlangsamen sowie ihnen über 6 Sekunden Giftschaden zufügen. Cross the bridge when we get there. Macht schon Spaß, Diablo, ey. Wirklich. Also, ich weiß, es gibt viele Hater. Aber ich mag Diablo. Mir macht das Spaß. Mir macht Diablo Spaß. Erst recht, wenn man so ein Bild, wenn man die Sachen für ein Bild hat und das alles so ineinander greift. Wenn man sich irgendwo die Zähne ausbeißt und so für jeden Kampf 2 Stunden braucht, dann natürlich nicht, aber... Zu Ehren des lebenden Sumpfes bieten wir dieses unschuldige Blut dar. Auf dass der Sumpf uns in unserer Zeit der... Sieht aus, als hätten wir Besuch. Ihr seid Banditen. Ihr seid Kultisten. Und ihr seid bereits tot, wer auch immer ihr seid. Ihr seid unterlegen. Kann es sein, dass es 3 Synchronstimmen in diesem Spiel gibt? Irgendwie klingt hier jeder NPC gleich. Bitte holt mich hier raus. Wann wolltet ihr mir sagen, dass dies eine Rettungsmission ist? Ich ging davon aus, dass ihr schon aufpasst. Und am Ende hat ja alles geklappt, oder nicht? Bringen wir sie heim und holen uns unser Kopfgeld. Alter, was geht? Das sah geil aus. Hat alles prima geklappt. Lol, ey. Junge, ey. Ist das krass.
Das ist eigentlich ein ganz geiler Aspekt jetzt. Wenn ihr weniger als 50% Leben habt, friert Endrinnen nahe Gegner ein und fügt Kälteschaden zu. Das ist eigentlich der perfekte Aspekt für mein Bild, für mein Endrinnen-Bild. Ah, das ist interessant. Sobald ein Gegner mindestens 80% verlangsamt ist, wie wäre es denn dann, wenn ein Gegner eingefroren ist? Gilt das dann als mindestens 80% verlangsamt? Eigentlich doch schon, oder? Das wäre mal interessant zu wissen. Weil ansonsten bringt dieser Aspekt mit dem 80% verlangsamt, zumindest für diesen Bild, eigentlich überhaupt nichts für mich. Kann man überlegen, ob man nicht sogar die 4,3% Angriffsgeschwindigkeit höher bewertet. Naja gut, man sollte eh nicht so lange drüber, ich meine, das ist alles Anfänger-Stuff hier, man tauscht die ja früher oder später eh aus oder levelt sie hoch, keine Ahnung, whatever. Nicht zu sehr attached sein zu irgendwelchen Gegenständen. So, wo ist denn jetzt der Boy? Oh, der ist jetzt wieder hier raus oder was? Sprecht mit Subo. Warum muss ich jetzt den ganzen Dungeon zurücklaufen? Das ist doch dumm. Wieso gibt es da kein Portal, das einen... Oh, ich kann einfach draufklicken. Ich bin so dumm, ey. Jesus. Ja, Leute, ist gut. Ich hab's gecheckt. Ich bin dumm. Ich dachte schon, das ist Diablo. Das wäre so Diablo-untypisch, nochmal durch den Dungeon zurückzugehen. Das. Ab und an. Ich treffe euch bei ihrem Versteck. Oh, und behaltet den Helm. Ich habe ihn nie gebraucht. Ich habe ihn nie gebraucht. Und wir haben einen Legendary Helm gekriegt. Er hatte 43 Rüstung, das ist ganz gut. Aber die Abklingzeit von Endrinnen erhöht sich um 100%. Das ist Katastrophe für unser Bild. Das ist literally das schlechteste Item, was ich momentan kriegen kann. Unfassbar. Und Beinschienen habe ich auch noch neu gekriegt. Wenn ich werde jetzt schon wieder hier angegriffen. Nervt halt. So, fuck you, wir gehen ins Portal in die Stadt. Hier hat man ja nirgendwo seine Ruhe. Tschüss. So, was wollte ich gerade machen? Ach ja, ich wollte mir die Schuhe angucken. Wenn mindestens 5 Gegner in eurer direkten Nähe sind, betäubt ihr sie 4 Sekunden lang.
Das ist auch ganz geil. Angriffe verringern die Abklingzeit von Erinnern um eine Sekunde. Das ist ganz nice. Finde ich eigentlich besser als weniger als 50% Leben haben, weil man hat nie lange weniger als 50% Leben in Diablo, meiner Meinung nach. Also ich zumindest, ich heil bei der Hälfte eigentlich hoch, wenn wir ja nicht das Risiko eingehen. Deshalb finde ich die Stiefel allein durch diese 1 Sekunden entrinnen Abklingzeit, finde ich die sehr mächtig für mein Bild. Der Helm hingegen nach wie vor enttäuschend. Was machen wir mit dem Helm, Chat? Einfach salvagen oder was? Neuen Aspekt drauf. Wo macht man denn das nochmal? Beim Okkultisten. Ne? Wo ist er denn? So, wir können den Helm nehmen. Aber ich habe, glaube ich, keine geilen. Nicht für diese Klasse. Ups. Ne. Aspekt des Beschützers. Wenn ihr einem Elite-Gegner Schaden zufügt, erhaltet ihr eine Barriere, die 10 Sekunden lang Schaden absorbiert. Das ist der einzige Aspekt, den ich da drauf machen kann, tatsächlich. Was anderes habe ich nicht. Wieso habe ich denn sonst nichts? Das ist ja traurig. Ich meine, es ist besser als nichts. Kostet mich. Ja, gut, ist aber. Können wir uns leisten, auf jeden Fall. Das ist nicht das Problem. Was habe ich denn jetzt eigentlich für einen Helm? Standardscheiß. Komm. Besser als nix. Nein. So, dann gehen wir noch zur Diamanten-Oma. So. Und sockeln hier noch. Für den Helm nehmen wir, was habe ich gesagt? 10% Schaden, ultimative Fähigkeiten, Überwältigungsschaden, verwundbare Ziele, kritischer Trefferschaden, ne? Ich glaube, das ist das Beste. In die Rüstung machen wir auch. Kritischer Trefferschaden.
Nee, Geschicklichkeit. Wieso habe ich denn da Barriereerzeugung drin? Das macht ja gar keinen Sinn. Ach, das ist getan. So. Und in den Schmuck haben wir gesagt, machen wir... Rüstung, oder? Mehr Widerstand gegen alle Schadensarten. Rüstung. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. So. Wie kriegt man eigentlich die nächste Stufe von Edelstein? Ich habe ja nur ledierte hier. Es muss doch auch fettere Edelsteine geben. Sockel hinzufügen. Level 30. Was bin ich? 29. Ich bin ja fast 30. Ich muss ja nur einmal irgendwo hingehen und irgendwas auf die Nase hauen. Dann bin ich schon Level 30. Das mache ich jetzt nochmal schnell. Lol. Bonus holen? Was für ein Bonus holen? Was für ein Bonus holen? Ich bin hier schon wieder in der Stadt. Wie dumm bin ich denn eigentlich gelaufen? Jetzt bin ich schon wieder... Ich bin einfach einmal dumm im Kreis gelaufen. Jesus Christ. Wie in so einem schlechten... Dick und doof, wo man aus der einen Tür reingeht und aus der anderen wieder rauskommt. Was ist denn da eigentlich? Kiste. Irgendwas wird mir hier angezeigt. Seht ihr das? Was ist da? Schwarzer Ikor, dickflüssig.
erlangt Gunst bei den Relikten der Zakarum, indem ihr Reichwandler bekämpft und Monster in brodelnden Reichen oder an beliebigen Orten, an denen der Effekt eines brodelnden Opalen tot tötet. Aktuelle Relikte der Zakarum-Reihe. Oh, das wollen wir natürlich. So, Zack, ich habe noch keinen Fertigkeitspunkt, den ich vergeben kann. Deshalb muss ich erst nochmal hier kämpfen. Jetzt machen wir aber echt erstmal Level 30 voll. Alles andere wäre hier albern. Dafür brauche ich Zeit. Das ist das Level Up hier, oder? Ich brauche mehr Zeit. Immer noch nicht. Dafür brauche ich Zeit. Da ist das Level. So. Schweine. So, jetzt sind wir Level 30. Jetzt können wir hier einen zweiten Geist auswählen. Weil wir jetzt wieder den wählen. Oder einen anderen. Doppeladler. So, und jetzt haben wir Fertigkeitspunkt. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, wobei, jetzt könnten wir als passive Fähigkeit sagen, Panzerhaut oder Geißel? Das ist jetzt die Frage.
Na, ich probiere das mal. Jetzt haben wir das nur da. Macht das Sinn? Nicht in der Stadt. So. Zum Schmied. Wir gehen zu Diamond Lady. Diamonds are forever. Und wir sagen, wir wollen gar nicht herstellen müssen. Hatte ich im Gepäck. Dumm. Egal. So. Ich gehe noch einmal kurz zum Okkultisten. Ja, Liebe, jo, Eddie, was geht? Hast du eigentlich irgendwas mit Football am Hut? Ja, so ein bisschen. Ich bin jetzt kein Hardcore-Football-Fan, aber ich gucke es immer ganz gern, wenn es läuft. So als Grundrauschen im Hintergrund und natürlich dann die Playoffs und Super Bowl gucke ich dann schon, aber so während der Saison eher so am Rande. Kein Hardcore-Football-Fan. Aber ich mag Football, also jetzt nur nicht so committed vielleicht. So, wir wollen doch. Doch. Ein Kodex können wir da reinmachen. Jede unterschiedliche. Na gut, das ist natürlich dumm. Wenn ihr weniger als 15 friert, na gut. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Ach so, weil es schon ausgerüstet ist. Okay, ich verstehe. Was haben wir jetzt? Ja, ist immer noch besser als das, was jetzt drauf ist. Wenn ihr weniger als 75% Leben habt, das ist ja schlechter, oder? Nee, das ist gut. Aber hier, das ist einfach nur Basisfertigkeiten erhalten 17% Angriffsgeschwindigkeit. Ansonsten ist der Ring. Was passiert, wenn man den hier macht? Gar nichts, okay. Ich habe zu wenig Kodexi. Nein, das ist gut. Je höher die Prozentzahl hier ist, desto besser ist es. Weil wenn wir weniger als 75% haben, wird es schon geprockt. Wenn wir weniger als 100% hätten, also bei 99% Energie, würde es geprockt. Schlecht wäre hier ein kleiner Prozentwert. Wenn wir weniger als 2% Energie haben, wird es geprockt. Deshalb ist ein höherer Prozentwert besser hier. 90 wäre top, dann wird es dauernd geprockt sozusagen. Das hat natürlich einen Cooldown, aber... Der Ring ist mehr Schein als Sein, habe ich das Gefühl hier. Und jetzt gehen wir hier noch.
Wir können schon wieder den Trank upgraden. Achso, weil wir Level 30 sind. Aber ich glaube, ich habe schon wieder die Ressourcen nicht. Tränke, Elixiere. Doch, habe ich tatsächlich. Aber was ist denn... mit dem Kuriositäten-Dude? Wo ist der? Gibt's den hier nicht? Doch, da. Wo ist der denn, einer von denen? Wacht es, Wanderer. Wie viel habe ich? 100. Was wollen wir kaufen? Beinschutz. Also ist das schlechteste Level. 29, 27, 27, 29, 28, 24. Machen wir einen Ring. Oder? Ring. Oh, Legendary gekriegt. Stark. Ihr erhaltet pro 20% eures geheilten Lebens oder 120% des Lebens, das ihr bei maximalem Leben überheilt, Primärressource. Kritischer Trefferschaden, Ressourcenreduktion, ja top. Sag ich da. Der ist nämlich gar nicht mal so gut, der Ring. Können sogar noch einen uns holen. Von den anderen. Darin steckt nicht wenig Magie. Alle 5 Sekunden plus 5 Leben. Plus 21% kritischer Trefferschaden. Die geile kritische Trefferchance ist nicht mehr drin. Beide nicht geil. Also wir schauen mal, wir haben jetzt 2 Söldner-Quests gemacht. Eine gibt's noch und dann müssen wir hier, was auch immer das ist, Albtraum-Dungeons. Müssen wir noch machen. Einführungsquests, was ist denn das? Müssen wir das überhaupt machen? Ja, das ist lila, ne? Aber als nächstes müssen wir hier das hier machen. Söldner-Altkin. So, aber jetzt erstmal Schluss. Da freue ich mich aber schon drauf. Leute, mir macht's richtig Spaß. Ich weiß, es ist wahrscheinlich zum Angucken, wenn man selber auch kein Diablo spielt, vielleicht ein bisschen langweilig. Man kann da jetzt, weiß ich nicht. Mir macht's auf jeden Fall Spaß. Mal gucken, ob das sich noch irgendjemand anguckt, sonst mache ich das privat weiter. Aber ich habe Bock. Ich bin momentan ein bisschen tatsächlich angefixt von Diablo. Ich habe gerade 2 richtig tolle Spiele, die mir Spaß machen. Witchfire und Diablo. Und das Geile ist, dass die auch ganz gut sich ergänzen, weil das eine halt ein Shooter ist und das halt offensichtlich nicht. Und wenn man dann irgendwie gerade bei dem anderen nicht so richtig weiterkommt oder genervt ist, dann kann man sehr gut auf das andere Spiel switchen und hat da wieder so ein bisschen Motivation. Also echt cool. Ich freue mich drauf. Momentan habe ich Spaß mit diesen Spielen. Momentan bin ich happy, was Gaming angeht. Und ich habe noch so viele Sachen. Ich habe noch Re-Fantasio, Metaphor, wo ich reinspielen will. Silent Hill 2. Ich habe ja das Original auch nie richtig gespielt, außer die erste Stunde oder so. Wir haben noch Metal Gear. Wir haben immer noch Baphomets Fluch. Entschuldigung.
Also, coole Sachen. Und ich muss sagen, gestern dieses Simulacros, ich weiß, es sieht nicht so aus, es sieht auf den ersten Blick einfach wie so ein 0815-Spiel ein bisschen aus, aber das ist halt auch von einem kleinen Team, ein Programmierer. Das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, für so ein kleines, unbekanntes Spiel, was leider auf Steam aus irgendeinem Grund keine guten Bewertungen gekriegt hat, was ich nicht so ganz verstehe, es hat aber auch überhaupt erst 18 Bewertungen, muss ich sagen, war das echt ganz cool. Könnt ihr euch mal angucken bei mir auf dem YouTube-Kanal. Das ist so ein schneller Shooter, Roguelike Third-Person-Shooter. Also wir haben genug zu zocken in den kalten Monaten. Das steht schon mal fest.